Sul Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims-Folge in einer neuen Woche. Heute wieder bei Steven und Gina, wo ja Steven seinen ersten Arbeitstag als Polizist sehr erfolgreich abgeschlossen hat, wie ich finde. Was möchte er machen? Ein Vampirbuch lesen und eine Sportsendung ansehen, weil er ein Bro ist. Ja, er kann sich ja gleich noch, kann ja ruhig gleich noch den Sportkanal gucken. Da. So, und Gina, was möchte sie gerade gerne machen? Sie möchte Informationen über Vampire suchen. Warum sind alle so scharf auf Informationen über Vampire? Auch interessant. Und eine Videospielkonsole kaufen, haben wir momentan nicht so recht das Geld für. Techtelmechtel mit Steven, ja, können wir. Warum stellt er sich denn jetzt dahin hier? Ihr habt da schon gesessen und Fernsehen geguckt. Na ja, gut. Such doch mal noch ein bisschen nach Informationen über Vampire, dann können wir das mal noch abschließen für dich. Ich würde auch ganz gerne noch... Aha, stimmt, das bekommt man ja direkt am Anfang. Level 1 der Vampir-Saga. Ich würde auch hier gerne in den Garten mal noch irgendwie so einen kleinen Blumenkübel reinpacken. Sie hat an sich schon alles verkauft, was sie an Pflanzen hatte, ne? Ja. Yay, wir können unsere Hausaufgaben noch verkaufen. Für... Oh, die Hochschulhausaufgaben bringen nichts, aber die Grundschulhausaufgaben, die bringen ein Simoleon pro Heft. Also ehrlich. Die wissen alle das nicht zu schätzen. So, Frösche züchten mit. Was haben wir jetzt hier? Wirbel... Der bringt weniger. Aber ich muss das noch behalten, weil dieser Wirbeleierpflanzenfrosch, der wird halt wieder viel bringen, den auch Jordan hat. So, freundlich zu Steven, zu Steven sein. Warum haben wir denn so... Warum ist denn die Uhrzeit so im Eimer? Na super. Doll, Steven muss arbeiten. Wir werden natürlich heute auch Steven wieder begleiten auf die Arbeit, das ist ja völlig klar. Ja, da muss er jetzt einen Schlafersatz kaufen. Das ist natürlich blöd. Aber das muss er dann machen. So, was will er machen? Möchte einen Tag Urlaub nehmen? Komm, nicht direkt am Anfang hier. Eine Gruppenversammlung einberufen, Vampirbuch lesen. Ihr wolltet nicht noch Techtelmechteln? Herr Gina wollte das. Aber sie bekommt noch, was sie möchte, bevor Steven auf die Arbeit entschwindet und sie, wer den ganzen Tag alleine rumhockt und Langeweile schiebt. Nein, sie muss ja keine Langeweile schieben. So, Steven, steh du bitte mal auf. Wir zimmern dir den Schlafersatz rein, sobald du zu müde bist, um weiterzuarbeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der ist so dünn, das ist ein Hänfling. Wir müssen mit dem auch mal irgendwie ins Fitnessstudio gehen. Der zerbricht ja, wenn man den anpustet. So, braucht auch mal noch irgendwie eine andere, ein anderes Oberteil. Wollen wir dem nicht auch mal eine andere Frisur verpassen vielleicht? Okay, die ist jetzt nicht schlecht, die wir haben. Das nun nicht unbedingt. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwas haben, wo wir sagen, jawohl, das ist der Oberhammer bei ihm. Sieht schon sehr männlich aus. Also, da haben Cleo und Sergio auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Das ist auch cool, so mit der Mütze. Aber der hat... Oh, der hat aber so leichte Segelöhrchen. Da sieht man das durch. Oh. Oh, leichter Grauansatz. Auch nicht schlecht für ihn. Was könnte man noch machen? Ich hätte gerne ein bisschen was anderes. Ja... Ist jetzt auch nicht schlecht. Nee, die möchte ich nicht nehmen. Nee. Nein. Die jetzt auch nicht unbedingt. Sieht jetzt nicht schlecht aus bei ihm, aber ich finde, es passt nicht zu ihm. Nein. Ich finde es immer sehr, sehr schwer, schöne Frisuren für Männer zu finden. Nein. Nein. Nee, auch nicht. Oh Gott, was eine Farbe. Nee.
Auch nicht, damit sieht er so schmalzig aus. Oh. Das ist auch gar nicht mal so schlecht an ihm. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht doch die lassen, die er hatte, oder ob wir die hier nehmen. Ich mag die, aber wir können die aber auf jeden Fall mal bei diesem Outfit nehmen. Die mag ich persönlich immer sehr, sehr gerne. So. Und dann schaue ich mir den Guten gleich auf die Arbeit und gucken mal, wie weit wir dann heute kommen. Gestern der Arbeitstag war ja wirklich schon sehr, sehr erfolgreich. Wie ist denn seine Jobleistung? Die ist gut. Da kann man nicht meckern. So, und wir wollen mitmachen natürlich wieder. Ich möchte hier in dieser Familie erstmal so oft, wie es irgendwie geht, mitmachen bei den Karrieren. Denn wir haben das so lange nicht gemacht und wie gesagt, Polizist ist ewig hier, Wissenschaftler, ja, quasi kaum, nur einmal kurz reingeschnüffelt. Und dann hatten wir, ich glaube, mit Cleo hatten wir da kurz reingeschnüffelt, oder? Mit irgendeinem Sim hat man das mal kurz gemacht, dann hat man dem aber doch wieder einen anderen Job verpasst. Warum auch immer. Ich glaube, ich hatte gesagt, der Job passt einfach besser. So, Trainingstag 2. Trainiere härter. Du musst noch einiges lernen, bevor du deinen ersten Fall übernehmen kannst. Zuerst musst du dich unter die Leute mischen und etwas für deinen Ruf als freundlicher Beschützer oder strenge Autoritätsperson tun. Anschließend sollst du versuchen, einen Verdächtigen zu finden und dingfest zu machen. An die Arbeit, Grünschnabel. Okay. So, Verdachtsperson ist weiblich, hat eine lange Hose, ist ein Geek. So, wir müssen auf Patrouille gehen. Das tun wir doch direkt mal. Ich weiß gar nicht mehr, was man da machen musste. Da musste man dann, glaube ich, hoffen, dass sich irgendwie zwei Sims prügeln oder irgendwie die Haare bekommen. Und das musste man dann, glaube ich, schlichten. Irgend sowas war da. Halt so Grünschnabel-Dinge. Wie kommt es eigentlich zu dem Begriff Grünschnabel? Ich weiß es nicht. So, ist ein Polizist auf Patrouille, kann er die Gemeinschaft kennenlernen und Unruhestifter im Zaum halten. Sprich mit Bewohnern, um einen freundlichen oder miesen Eindruck zu hinterlassen. Erwischst du jemanden bei einer Prügelei oder beim Randalieren, sprich eine Vorladung gegen den Übeltäter aus. Okay, und wir müssen beides machen. Guck hier, wir sind bei der Magnolienpromenade aus an die Arbeit. Der Shop ist auch cool. Ja, jetzt müssen wir nur erstmal Leute finden, mit denen wir überhaupt reden können. Hier ist ja nix, gar nichts ist hier los. Da hinten kommt ein Sim. Wer kommt denn da? Dann kommt Daisy Jardin? Keine Ahnung. Die habe ich mir, glaube ich, mal irgendwie so aus der Galerie runtergeladen. So, jetzt kommen sie hier, die Sims. Hier, stell dich mal lieber Jacquard-freundlich vor. Ich glaube, die andere, die ist so ein bisschen eher auf Krawall gebürstet. Oh, er ist auch auf Krawall gebürstet. Vielleicht haben wir da auch schon direkt die Ersten, die sich gleich prügeln werden. Weiß ich nicht. Tag verschönern. Tratschen. Und vielleicht ein bisschen kennenlernen. Reicht das für den Punkt, mit Zivilisten zu plaudern? Die beiden führen ja jetzt gerade zumindest erstmal ein angenehmes Gespräch. Und scheinen sich auch ganz gut zu verstehen, soweit. So. Ja, das hat gereicht. Gut, dann lassen wir ihn jetzt mal in Ruhe, weil das könnte eventuell sein. Hi, Jared. Können wir uns auch mal freundlich vorstellen, dass die beiden noch aneinander geraten könnten hier. Jetzt müssen wir noch eine Vorladung aussprechen. Das Problem ist halt echt, ohne Prügelei oder irgendwelche Zwistigkeiten kann ich keine Vorladung aussprechen. Deswegen müssen wir erstmal gucken, dass sich irgendwelche Sims nicht ganz grün sind. Oh, da ist Lia in schickem Kleid. Sehr cool sieht das aus. So, wahrscheinlich hört ihr übrigens gerade unsere Hundis im Hintergrund. Einmal ein bisschen das Fenster offen.
wenn die dann irgendwas hören, ja, da unten ist Jacquard. Die beiden? Nee. Hier, Leute, prügelt sich doch mal irgendjemand. Jetzt kommt er hier hoch. Die gehen aber wieder in falsche Richtung. Oh, hier. Jetzt kriegen wir langsam den Energienotfall. Trink mal deinen Schlafersatz. Ja, 17 Uhr. Wir haben 11:30. Vorladen. So, er ist wieder fit. Warum kann er hier keine Vorladung aussprechen? Hallo? Hallo? Kannst du mal bitte da hingehen, Steven? Mach keinen Scheiß jetzt. Vorladen. Warum denn nicht? Warum? Da ist doch gar nichts vor. Oh, ernsthaft jetzt. Grob vorstellen geht's. So, kann er sie bitte jetzt vorladen? Ja, jetzt geht's. Oh, ein kleiner Hotdog. So, supi. Jetzt können wir auch zur Polizeiwache zurückkehren und gucken, was uns dort noch so an Aufgaben erwartet. Ah, das ist immer nervig. Die Sims sind ja jetzt in Sims 4 tatsächlich eigentlich schon viel, viel gelassener und toleranter, was irgendwelche Sachen angeht, die potenziell im Weg stehen könnten, aber halt auch nicht so ganz tolerant. So. Du hast genügend Hinweise gesammelt, um eine Fahndung einzuleiten. Du besitzt derzeit eine grobe Beschreibung der Verdachtsperson, aber je mehr Hinweise du findest und untersuchst, desto genauer wird die Beschreibung. Je detaillierter die Beschreibung, desto unwahrscheinlicher ist es, einen Unschuldigen zu verhaften, der ein paar Ähnlichkeiten mit dem Übeltäter aufweist. Und wir haben noch mehr, wir haben ja noch... Hä, wie kein Beweismaterial? Naja, wir leiten mal die Fahndung ein. Ach stimmt, dann gehen wir ja direkt los. Ich habe ja nur die Infos, es ist ein weiblicher Sim mit langen Haaren, mit langer Hose. Und der Sim ist ein Geek. Mehr Informationen habe ich doch noch nicht. Das ist sehr, sehr spärlich. Tatsächlich, das ist noch nicht so sonderlich viel. Ich hoffe, dass das reicht. Okay. Bei dir gehen immer wieder Dinge kaputt. Ja, ja, die Wichtel. Oh, der schöne Spielplatz, den ich mir runtergeladen hatte. Fahndung. In dieser Gegend wurde ein Verdächtiger gesichtet, auf den die Fahndungsbeschreibung zutrifft. Frage herum, damit du Hinweise an den Verdächtigen erhältst. Denn auf den Verdächtigen. Sieh dir im Notizbuch die Beschreibung des Verdächtigen an, bevor du jemanden festnimmst. Wenn du die falsche Person festnimmst, wirkt sich das negativ auf deine Karriere aus. Na, sowas aber auch. Ich bin gerade noch in der Aufnahme. Ich hole mir die Sachen gleich rüber, ja? So, da bin ich wieder. Ich muss nur kurz gucken, Fabi ist gerade vom Einkaufen wieder gekommen. Mit was für einem riesen Kinder... Mit was für einer riesen Kutsch oder Fantasie-Ding spielt denn der da? Okay. Beim Spielen zuschauen? Nee, lass mal. Eine erwachsene weibliche Person. Ist das hier hinten? Den kenne ich auch noch nicht. Akito Sakamoto. Okay. Und das ist ja eine männliche Person. Das ist Sebastian Jansen. Ein junger Erwachsener, der so ein bisschen Hippie-Look trägt. Hier haben wir zumindest eine langhaarige, eine weibliche Person. Kinder können das ja nicht sein, oder? So, wir können uns doch auch auf dem Handy über diesen Notizblock, den wir da haben,
Das Notizbuch hat schwarze Haare. Weiblich, trägt eine lange Hose, ist ein Geek. Ja gut, Klamotten können immer gewechselt werden. Hier. Schwarze Haare, lange Hose, weiblich, Geek, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt einfach mal so dreist und verhafte sie. Ist sie gerade aufs... Nee, da sitzt sie doch. Warum? Was macht er denn schon wieder da hinten hier? Du sollst die verhaften. Mensch, Mensch, Mensch hier. Und nu? Aha. Guck mal, was ich hier hab. Das kann ja eigentlich nur sie sein. Wir hatten hier auf dem Grundstück ansonsten niemand Weibliches mit langen Haaren und langer Hose. Ja, wie gesagt, ob sie jetzt eine Geek ist, haben wir nicht rausgefunden. Normalerweise muss man sich da so ein bisschen bei den Sims noch einschleimen. Und gucken, dass man so ein bisschen das über den Charakter herausfindet. Aber in dem Fall war es doch eigentlich ziemlich eindeutig. Zumal sie und diese andere Blonde die einzigen beiden Frauen hier auf dem Grundstück waren. So, jetzt müssen wir sie gleich verhören. Du hast jetzt alles über die Arbeit auf der Straße erfahren, aber auch in der Wache gibt es eine Menge zu tun. Schreibe Verbrecher an der Erfassungsstation ein, nimm von Bürgern Berichte über Verbrechen auf und lerne deine Kollegen kennen. Oben im Fitnessstudio kannst du dich fit halten. Oder durchsuche die Datenbank an einem Computer, um dein Wissen über Kriminelle zu erweitern. Okay, gut, das heißt, wir müssen mit ihr gerade gar nichts machen. Hier, Polizeidatenbank durchsuchen. Ist der besetzt? Können wir uns bitte mal hier hinhocken? Wäre supi, wenn du uns ein bisschen Platz machen würdest. Dankeschön. So, denn ich möchte heute auch wieder gerne eine Top-Job-Leistung hier hervorbringen und zeigen, dass wir der perfekte Polizist sind, der geborene Polizist. Hier, Theorien zum Fall diskutieren machen wir jetzt noch. Guck mal, das müssen wir gar nicht mehr alles machen. Das kriegen wir schon so hin. Und Steven ist eingefroren. Ja, war er. Ja, ja, der Arbeitstag endet. Es wäre schön, wenn er sich mal bewegen könnte. Oh, ich hasse das, wenn Sims das tun. So, und hier Polizeifoto machen. Das machen wir noch. Wen will ich denn schon wieder anzeigen? Ja, bei mir ist aber auch was los. Sie hat Spaß daran? Okay, irgendwas habe ich hier wohl falsch gemacht. Ja, der perfekte Arbeitstag, das heißt... Ja, guck hier! Eine Beförderung. Steven hat heute fantastische Arbeit geleistet. In der Zukunft könnten ihm eine glänzendere Dienstmarke und ein neuer Titel winken. Steven wurde befördert und ist jetzt Polizeikadett. Er verdient jetzt 11 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von 41 Simoleons pro Stunde ergibt. Okay, wir haben einiges freigeschaltet. Handtuchhalter, Metallregal, Regalkalte, Stahlstinkmanns. Ja, das sind halt alles so gefängnismäßige Sachen, ne? Jetzt nicht unbedingt tolle Sachen, aber... So, Mittwoch um 9 Uhr beginnt die nächste Schicht, das heißt, er hat jetzt 2 Tage frei. Na, das ist doch mal ein cooler Start ins Wochenende. Sehr, sehr nice. Das ist Steven noch zu gönnen hier, der hat sich so reingehängt. Okay. Dann lesen wir uns jetzt gleich nochmal durch, was da genau steht. Genau, hier haben wir nochmal die Infos, die wir eben schon bekommen haben. Und Polizist Stufe 3 ist das schon, okay. Steven hat sich den Titel Polizeikadett würdig erwiesen. Setze deine gute Arbeit fort. Ach so, stimmt, sie ist ja Vampirin. Ja, bitte sie doch mal herein. Lilith kann ruhig reinkommen. Ich glaube, sie ist ein ganz lieber Vampir. So, und da ist sie schon.
Und Gina ist noch nicht angezogen. Das ist ihr doch peinlich, Steven. Mensch, Outfit ändern. So, komm, ziehen wir ihr was an. Wann muss sie eigentlich auf die Arbeit? Morgen. Okay, gut. Ja, dann können wir in der nächsten Folge mit ihr die Wissenschaftskarriere starten. Morgen sind wir auf jeden Fall erst nochmal wieder bei Leah, Aiden und Ocean. Gucken, was da so abgeht. Beziehungsweise dann werde ich mal gucken, dass ich die Freundin erst noch irgendwo einziehen lasse. Beziehungsweise den Sim, den Leah sich als beste Freundin, als BFF angeln soll. Die lassen wir dann zuerst noch einziehen. Das habt ihr euch gewünscht, dass ich das auch noch zeige. Und dann geht's in die Familie. Aber ihr Lieben, für heute verabschiede ich mich von euch. Danke euch fürs Zuschauen. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.